Es gab ein Skandälchen bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ZDF brachte einen Bericht für die Kindernachrichten. Und zwar ging es da um die Terroristen, es ging um Migration und es ging auch um Kolonialismus. Also ein sehr seltsamer Beitrag, den man den Kindern hier vorgesetzt hat, mit halt animierten Charakteren und so. Und das Ganze war eine sehr, sehr seltsame Abhandlung, um es vorsichtig zu formulieren. Also er ist nicht mehr in der Mediathek zu finden. Die zuständigen Leute haben sich dafür auch erstmal ein bisschen entschuldigt. Das könnte missverstanden werden und so weiter. Selbstverständlich haben Leute das gespeichert und weiter veröffentlicht. Werfen vielleicht mal einen Blick hier rein. Mal gucken, ob ich das aufrufen kann. Können Sie sich ein Bild davon machen? Also es geht hier dann natürlich um, also es klingt sehr, sehr stark nach lausiger linker Propaganda. Damals war Frankreich mehr als das Land, das wir heute auf der Karte sehen. Es war eine Art Weltreich. Dazu gehörte auch der größte Teil Nord- und Westafrikas. Die meisten Menschen dort hatten die Religion Islam. Frankreich hatte diese Länder einfach mit seiner starken Armee besetzt und zu seinem Besitz erklärt. Das nennt man Kolonie. Die Franzosen nahmen sich in den Kolonien, was sie brauchen konnten, und die Bevölkerung wurde immer ärmer. Später kämpften die Kolonien nach und nach für ihre Unabhängigkeit und versuchten, die französischen Herrscher wieder loszuwerden. Die versuchten, das zu verhindern. Es kam zu langen Kriegen, bei denen sehr viele Menschen starben. Heute hat Frankreich keine Kolonien mehr. Aber viele Menschen aus den ehemaligen Kolonien sind nach Frankreich gezogen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die meisten von ihnen leben dort heute in armen Vierteln an den Rändern der Großstädte. Sie sind oft arbeitslos und wissen nicht, was sie tun sollen, und das macht sie wütend. Als einzige Hoffnung bleibt ihnen oft nur ihre Religion, meist der Islam. Dazu kommt die Erinnerung an das, was die Franzosen früher in den Kolonien, also ihren Heimatländern, Schreckliches gemacht haben. Bei manchen geht die Wut so weit, dass sie im Namen ihrer Religion gewalttätig werden. In keinem anderen Land schließen sich so viele der Terrorgruppe Islamischer Staat an wie in Frankreich. Diese Gruppe bekämpft alle, die anders denken als sie, oft mit brutaler Gewalt und eben auch in Frankreich. Also so der Tenor klingt so ein bisschen für mich nach, naja, es braucht mehr Sozialismus bei uns, mehr staatliche Programme, mehr Verständnis und mehr Liebe und Zuneigung und Förderprogramme, also anstatt dass die natürlich dann selber mal was auf die Beine stellen, anstatt nur zu jammern, wir sind arbeitslos und ich werde leider kein Rapstar, so wie die letzten dieser Terroristen bei dem letzten oder vorletzten Anschlag. Also, auch in Deutschland gibt es das natürlich dann mit diesem Dennis Cusper Desodor, der jetzt anscheinend endlich tot ist. Ja, kriegen nichts auf die Reihe, psychisch gestört, dann versuchen sie es mit Therapie, das wollen sie nicht, weil der Narzissmus ist stärker. Dann probieren sie es damit, Rapstar zu werden. Also nicht eine realistischere Karriere, sondern sie wollen Rap-Star werden, davon leben können, und zwar angenehm leben können, vom Rappen. Natürlich schaffen das nur 5 Leute in jedem Land ungefähr, oder in den meisten Ländern. Aber er probiert es trotzdem, scheitert damit. Also mit Künstler ist es nichts geworden. Also versucht man es meistens dann mit Soldat bzw. Serienkiller oder eine Mischung aus dem und geht zu ISIS. Also anstatt, dass sie ihr Oberstübchen in Ordnung bringen, anstatt, dass die einfach sich ausbilden, sich weiterbilden, sich fortbilden und irgendwas schaffen, nein, dann schließt man sich eben dem Terror an. Aber wir sind schuld, weil wir nicht genug Verständnis haben. Ja, liebe Kinder, wir sind schuld, weil wir nicht nett genug waren. Okay, Muslime hatten auch große Imperien. Und betreiben auch heute noch Imperialismus. Die Muslime wurden einst gestoppt in Frankreich bei ihrem großen Beutezug, im großen Eroberungsfeldzug. Also von der arabischen Halbinsel, dann zu Nordafrika, dann Spanien bis nach Frankreich, wo sie gestoppt wurden. Interessant in dem Zusammenhang,
eine Vorhersage von Glenn Beck, dem amerikanischen Radiogiganten und sein eigenes Medienimperium aufgebaut. Glenn Beck sagte vor Monaten, die Terroristen werden wahrscheinlich als erstes in Paris angreifen. Genau das ist passiert. Unter anderem auch wegen diesen historischen Parallelen. Also die Muslime wurden in Paris gestoppt, in Frankreich gestoppt, einst. Also Mohammed starb nach einem riesigen, brutalen Eroberungsfeldzug im Jahr 632. Sein Nachfolger, der neue Kalif Abu Bakr, machte dann weiter und es folgten 1500 Jahre anhaltenden Imperialismus. Kolonialismus, blutige Eroberungen, die Unterdrückung anderer durch Invasion und Krieg. Also egal welche Hautfarbe man hat, meine Damen und Herren, egal welche Religion man angehört, es gibt mit Sicherheit da auch eine imperialistische Vergangenheit. Also ob von Südfrankreich zu den Philippinen, Österreich, Nigeria, Zentralasien bis Neuguinea, überall versuchte der Islam auch mit Erfolg imperialistisch zu erobern, Kolonien zu schaffen. Und im Laufe der Zeit gab es natürlich dann verschiedene Gebiete, die erobert wurden und die eroberten Menschen von einem anderen Glauben, die mussten sich dann diversen Maßnahmen unterwerfen. Also Christen und Juden durften keine Waffen haben, Waffen tragen, Muslime natürlich schon. Christen und Juden durften keine Pferde reiten, Muslime natürlich schon. Christen und Juden brauchten Erlaubnisse, um Häuser zu bauen, Muslime brauchten das nicht. Christen und Juden mussten bestimmte Steuern zahlen, die Muslime mussten das nicht. Christen durften nicht für ihren Glauben werben, Muslime durften das. Und so weiter und so weiter. Die Muslime hatten ein relativ leichtes Spiel in Nordafrika mit den Eroberungen. Allerdings trafen die Moslems dann irgendwann auf die Berber, also westlich von Ägypten, und da auf einmal blieb der große muslimische Zug stecken. Die Nordafrikaner kämpften so stark gegen die Muslime, dass der muslimische Eroberungsfeldzug fast komplett stoppte. Also für ein Vierteljahrhundert ging da nichts mehr voran. Und so weiter. Und dann ging es halt weiter. Die Muslime gingen durch Spanien, Portugal, Südfrankreich und wurden dann mitten in Frankreich gestoppt. Die Muslime wurden mitten in Frankreich gestoppt bei der Schlacht von Poitiers. Allerdings, aber das ging alles noch weiter im 20. Jahrhundert, nur mal ausschnittsweise. Die muslimische Türkei warf 1,5 Millionen Griechen raus und ersetzte diese mit Türken. Dann natürlich dann das Massaker an den Armeniern und man ersetzte auch diese mit Türken im Westen. Nordzypern wurde erobert. Die Griechen wurden vertrieben. Nordsudan eroberte einen Großteil des Südsudans, versklavte die einheimische Population. Dann Indonesien. Unglaublich viele Eroberungen. Das muslimische Indonesien hat das Osttimor erobert. Gewaltsam, also dort waren die Christen, sehr, sehr viele Tote. Und so weiter und so fort. Also, alle Gruppen da draußen versuchen das, meine Damen und Herren. Alle Gruppen haben ihre narzisstischen, psychopathischen Anführer, denen begeistert hinterhergelaufen wird. Und solange das so weitergeht, drehen wir uns alle im Kreis. Egal, meine Damen und Herren, ob Sie sich der einen Gruppe anschließen, der anderen oder wie auch immer. Sie müssen sich der Gruppe anschließen von Leuten, die
dieses Spielchen durchblicken. Die wissen, was gut und böse wirklich ist. Die vor allem wissen, was die Wissenschaft über das Böse sagt. Und sie müssen sich den Leuten anschließen, die einfach ihre Tassen im Schrank haben. Darum geht es, meine Damen und Herren. Also ich habe hier über das Werk von Mark Gabriel, ein Konvertit. Also er hat es gewagt, vom Islam abzufallen. Er hat es gewagt, vom Islam abzufallen, sollte deswegen brutal gefoltert, sollte eigentlich ermordet werden. Wie gesagt, so tolerant war das. Hier, Motive islamischer Terroristen, eine Reise in ihre religiöse Gedankenwelt. Also sowohl der radikale Islam ist ein Problem, als auch die Zweckentfremdung und die heimliche Hilfe an den radikalen Islam. Die heimliche Hilfe und die heimliche Einmischung durch sowohl Russland als auch USA, als auch durch andere wichtige Player. Und hier wird das Ganze sehr, sehr stark und deutlich erklärt. Also die wichtigen modernen Dschihad-Autoren, wie sie argumentieren, Hassan al-Banna, Qutb, diese ganzen wichtigen Leute, und die schrieben natürlich dann all das und die Leute gucken nach, steht das wirklich in der Hadithe, steht das wirklich im Koran? Ja, es steht da drin. Hier, wie Selbstmordattentate gerechtfertigt werden. Und Zawahiri schrieb dann in seinem Buch mit dem Titel Heilung für das Herz der Gläubigen, schrieb er dann, dass das alles gerechtfertigt sei, auch wenn man zufällig dann Muslime tötet bei solchen Bombenanschlägen. Hier ist die Geschichte vom Jungen und dem König, eine in der ganzen muslimischen Welt bekannte und beliebte Geschichte. Es gibt sie auch als ein Kindervideo auf Arabisch, sowie auch synchronisiert auf Englisch. Findet das im Netz. Es ist keine geheime oder obskure Geschichte. Und Al-Zawahiri nimmt so eine Geschichte heran, rechtfertigt damit Selbstmordattentate. Mohammed selbst erzählte diese Geschichte. Der Held ist ein muslimischer Junge namens Obaid, der als Zauberer für den Königspalast ausgebildet wird. Der Junge wurde bekannt dafür, dass er Menschen im Namen Allahs heilen konnte. Erst als der Junge sich weigerte, dem König anstelle Allahs die Ehre für die Heilungen zu geben, befahl der König seinen Höflingen, den Jungen zu töten. Die Höflinge des Königs versuchten ihn zweimal zu töten, indem sie ihn einen Berg hinunterstürzten und ihn im Meer ertränken wollten, aber er wurde zweimal durch ein Wunder gerettet. Dann soll der Junge eben abgemurkst werden und letztendlich weigert sich dann das Volk. Und es gibt auch eine Koranstelle, die bezieht sich auf diese Geschichte. Die gläubigen Männern und Frauen prüfen und dann nicht umkehren, die bekommen die Höllen- und die Feuerstrafe. Aufgrund dieser Erzählung erlauben die vier großen muslimischen Imame den Muslimen, die Ungläubigen anzugreifen, auch wenn sie sehen, dass sie dabei getötet werden könnten, solange ihr Tod den Muslimen und dem Islam nutzen könnte. Sowohl die Sunna als auch die Ijma stimmen darin überein, dass ein Muslim Feinde angreifen sollte, auch wenn er sieht, dass er selbst dabei getötet werden wird. Dann das Opfern Unbeteiligter bei Selbstmordattentaten. Also Zivilisten, auch andere Muslime werden dabei getötet. Al-Zawahiri sagte, also er spricht natürlich immer wieder in Geschichten, er erzählt eine Geschichte über einen Kampf, den Mohammed persönlich gegen ein jüdisches Dorf in der Nähe von Medina mit dem Namen Taif angeführt hatte. Er befahl der Armee, jeden Menschen in diesem Dorf zu töten, Männer, Frauen, Kinder und die Alten. Gemäß einem anderen Hadith hatte Mohammed verboten, Frauen und Kinder zu töten. Aber als er nun hier das Dorf Taif angriff, ließ er alle, die darin wohnten, töten. Al-Zawahiri schrieb, zu jener Zeit waren Frauen und Kinder mitten unter den Feinden. Und es gab keine Möglichkeit, die Feinde von den Frauen und Kindern abzusondern und daher musste er eben alle töten. Das wirft für uns ein Licht auf die Frage, wie die Feinde des Islam zu töten sind, unter denen auch Muslime leben.
Nach dem Recht des Islam ist es eine der größten Sünden für einen Muslim, einen Glaubensbruder zu töten. Aber wenn es keine Möglichkeit gibt, den Feind zu töten, ohne dass auch Muslime mit ihnen sterben, sollten wir sie dennoch töten und die Feinde werden in die Hölle kommen und die Muslime ins Paradies. Okay. So ist die Logik. Hier geht es um die Säulen des radikalen Islam, das hier alles nochmal genauer erläutert. Also das stammt von einem ehemaligen Moslem, einem sehr, sehr stark gelehrten Moslem, meine Damen und Herren. Kein Recht außer dem Islamischen, was man tun soll, wenn man umgeben ist von Ungläubigen. Gottlose Regierungen müssen vernichtet werden. Dann Islam an die Macht. Die Nationalität ist ohne Bedeutung. Das globale Kalifat ist die neue Nationalität. Der Dschihad ist der einzige Weg zum Erfolg. Und der Glaube ist die Antriebskraft. Also Mohammeds Vorbild in den Hadithen niedergelegt. Extremisten zitieren gerne einen Ausspruch Mohammeds, den er während seiner Zeit in Mekka machte. Hört ihr Leute von Quraysh im Namen des einen, der die Seele Mohammeds in seiner Hand hält, ich bin zu euch gekommen als ein Schlechter. Al-Jihad sagt zu diesem Zitat, die Gemeinschaft nahm seine Aussage ernst genug. Die Härtesten unter ihnen nahmen diese Worte sogar freudig auf. Indem er also sagte, ich bin zu euch gekommen als ein Schlechter, bereitete er den geraden Weg vor, der weder aus Argumenten noch aus Schmeicheleien gegenüber den Anführern des Unglaubens und den Patronen der Untreue besteht. Später machte Mohammed seine Worte wahr, als er mit einer Armee von Muslimen kam, die aus 10.000 Männern bestand und Mekka besiegte. In der letzten überlieferten Predigt vor seinem Tod bestätigte Mohammed den Platz, den das Schwert im Islam einnehmen sollte. Extremisten zitieren ihn gern mit den Worten, ich kam zu euch herab im Namen Allahs mit dem Schwert in der Hand und mein Wohlstand wird vom Schatten meines Schwertes stammen. Und derjenige, der mit mir nicht einer Meinung ist, wird gedemütigt und verfolgt werden. Gemäßigte Muslime, die keinen militanten Dschihad kämpfen wollen, müssen alternative Erklärungen für die Lehren über den Dschihad im Koran und in den Hadithen finden. Allerdings drängen religiöse Extremisten immer wieder jegliche gemäßigte Lehren zurück, die besagen, dass der Dschihad nicht in erster Linie ein militanter Kampf sei. Gemäßigte Muslime sagen oft, dass die höhere Bedeutung des Dschihads ein geistiger Kampf mit sich selbst sei, um den Lehren des Islam zu folgen. Sie verweisen auf eine Geschichte, die in den Hadithen überliefert ist. Als Mohammed aus einer Schlacht zurückkehrte, sagte er einem seiner Freunde, nun kehren wir vom kleinen Dschihad in den großen Dschihad zurück. Sein Freund fragte ihn, oh Prophet Allahs, was meinst du mit der kleinen Schlacht und der großen Schlacht? Mohammed erwiderte, die kleine Schlacht ist die, aus der wir gerade kommen, in der wir gegen die Feinde des Islam gekämpft haben. Die große Schlacht ist der spirituelle Kampf des muslimischen Lebens. Es gibt allerdings einige Probleme mit diesem Hadith, die man kennen sollte. Das Wichtigste ist, dass er nicht zu den anderen Lehren Mohammeds und des Korans passt. Der Koran gibt Muslimen viele Richtlinien für das praktische Leben, aber der Koran beschreibt den Kampf, diesen Richtlinien zu folgen, niemals als Dschihad. Dazu noch, vielleicht für die, die es nicht wissen, die Hadithen sind Aufzeichnungen über Mohammed und sein Handeln. Die Hadithen werden zusammen mit dem Koran gelesen und wahrgenommen und werden auch immer wieder neu interpretiert, aber wie gesagt, die vorliegenden Texte sind relativ deutlich. Die Dokumentation, die diese Geschichte mit dem wirklichen Leben Mohammeds verbindet, ist schwach. Orthodoxe muslimische Gelehrte glauben, dass Mohammed nichts dergleichen jemals gesagt habe. Scheich Al-Albani, der angesehenste Hadith-Gelehrte weltweit, führt diesen Hadith als Schwachen an, auch wenn er ansonsten von verlässlichen Historikern kommt. Ibn al-Qayyim bezeichnet diese Geschichte als bedeutungslos, als eine frei erfundene Aussage. Und die, die sie erfunden haben, hatten nichts anderes im Sinn, als die Bedeutung des Schwertes gering zu schätzen. Das war ein Zitat. Frei erfundene Aussage. Die Erfinder dieses Textes wollten bloß die Bedeutung des Schwertes gering schätzen. Okay.
Also, und nur zur Anfügung, ich praktiziere gar keinen Glauben. Also, ich habe mich keiner einzigen religiösen Gruppe angeschlossen. Nur, das möchte ich nur gesagt haben. Sonst kommen ja wieder die üblichen Unkenrufe. Das sei ja alles ungerecht und parteiisch. Meistens ist sowas ja immer parteiisch. Nicht jedoch hier.